Hallo ihr Lieben, ich bin's, euer Fuspiz Weihnachtsengel und ich darf euch heute am 16.12. eine Weihnachtsgeschichte vorlesen. Es muss ein Engel gewesen sein. Dem kleinen Thomas fiel diesmal das Warten auf den heiligen Abend besonders schwer. Wie würden sich seine Eltern über das Geschenk freuen, das er sich für sie ausgedacht hatte? Zum wiederholten Mal stellte er sich vor, wie das Glöckchen zur Bescherung läutete, wie im Weihnachtszimmer der Christbaum herrlich geschmückt und über mit sanften Lichtern besteckt stand. Dann würde er sich genau unter den wunderschönen Baum stellen und feierlich sagen, Mama, Papa, jetzt kommt mein Geschenk für euch, ein Gedicht. Den Einfall hatte Thomas schon vor langer Zeit, doch so sehr er auch suchte, er fand einfach kein Gedicht, das ihm gefiel. Seine Oma versprach ihm, in ihren alten Büchern auf dem Speicher zu stöbern, vielleicht würde sie da etwas finden. Nach langem Suchen entschied sich Thomas für ein Weihnachtsgedicht, das vor vielen Jahren die Oma, als sie ein junges Mädchen war, aus einem Buch abgeschrieben und wohl verwahrt hatte. Er begann sogleich, das Gedicht mit seinen 5 langen Strophen auswendig zu lernen. Ach, wie schwer es ihm fiel, die vielen Wörter in den Kopf zu bekommen. Der große Bruder riet, das aufgeschriebene Gedicht jeden Abend unter sein Kopfkissen zu legen, denn dann stiegen die Zeilen im Traum in den Kopf. Ganz einfach. Thomas vergaß, an keinem Abend zu tun, was der Bruder ihm geraten hatte. Und tatsächlich, schon bald konnte er das ganze lange Gedicht auswendig und sogar fast fehlerfrei. Der heilige Abend kam. Thomas begann das Gedicht aufzusagen. Alles ging gut bis zum Ende der 5. Strophe. Da war es dem Jungen, als sein Kopf plötzlich leer. Fiel die letzten Zeilen einfach nicht ein. Verzweifelt schaute Thomas umher, doch außer ihm kannte niemand das Gedicht auswendig. Voller Stolz blickten die Eltern ihn an. Die Großmutter lächelte, nur der Bruder grinste schadenfroh, als ahne er ein nahendes Fiasko. Da vernahm Thomas eine leise Stimme. Und lieben dich von Herzen, Jesuskind. Thomas vollendete sein Gedicht und atmete erleichtert auf. Er wurde in die Arme genommen, geherzt und geküsst. Danke, Oma, flüsterte der Junge. Wofür, mein Kind? Fürs Vorsagen. Da bekamen Oma große, erstaunte Augen. Ich und Vorsagen? Ich habe das Gedicht doch niemals auswendig gelernt. Dann muss es ein Engel gewesen sein, murmelte Thomas und freute sich auf seine Geschenke. So, zu Ende die schöne Geschichte und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.